So, hallo zusammen. Ich wollte nur ein kurzes Video machen und zwar, das habe ich selbst auch nicht gewusst, und zwar, wie kann man einen Getriebeschaden bei einem Automatikgetriebe vermeiden? Und was viele von euch sehr wahrscheinlich tun, ist auf dem Berg, wenn ihr dann auf dem Berg anhaltet und einparken möchtet, ihr bleibt stehen und macht einfach im P. So, dann ist aber die ganze Last, wenn man von der Bremse geht, die ganze Last auf dem Getriebe. Und das ist falsch. Das sollte man so nicht tun. Und ich zeige euch mal, wie man das richtig machen sollte. Und zwar geht ihr auf N, drückt auf die Bremse und dann auf die... Seht ihr? Auf die Feststellbremse. So. Und dann geht ihr ins P. So, jetzt ist die ganze Last auf der Feststellbremse und nicht auf dem Getriebe. Ich zeige euch das jetzt nochmal von außen, wie das dann aussehen würde. Ich zeige euch zuerst, wie es falsch ist, wenn man einfach nur auf P geht. Und dann zeige ich euch richtig, wenn man zuerst auf N geht und dann zum Schluss auf P. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz. Zuerst auf die Bremse, wenn ihr auf dem Berg seid, ihr seid stehen geblieben, ihr steht immer noch auf der Bremse, geht in N, drückt die Feststellbremse zu, dann geht ihr auf N, beziehungsweise auf P und lässt die Bremse los. Dann lastet die ganze Last auf der Feststellbremse. So, und ich zeige euch jetzt mal von außen, wie es sein würde, wenn ihr das, wenn ihr nur auf P geht. Dann ruckelt das Auto so ein bisschen. Genau. So, ich mache jetzt noch mal von außen, damit ihr das auch gut sehen könnt. So, das erste war das Falsche, wie man es nicht tun soll, und das zweite war, wie es richtig gehört.